Mein Name ist Martin Leopold Seder und in diesem Video zeige ich dir einfache Hausmittel, die bei Halsschmerzen sehr gut funktionieren. Und zwar, Halsschmerzen behandelt man mit einem Leinentuch, das man in kaltes Wasser taucht, ausdrückt und um den Hals wickelt. Dann ein Wollschal darüber legen und sofort ins Bett gehen. Bei Halsschmerzen trinkt man auch über den Tag verteilt immer wieder frisch gepressten Zitronensaft mit Honig. Bei Halsentzündungen hilft es auch, eine frische Ananas zu essen oder einen Ananas-Tee zu bereiten. In Scheiben geschnittene Ananas in kochendem Wasser übergießen, abkühlen lassen und trinken. Ist auch warme Bratäpfel, auch sehr gut bei Halsschmerzen. Linderung bei Halsschmerzen verschafft auch das Gurgeln mit Salbe-Tee. Und bei Halsschmerzen hilft es auch sehr gut, eine geschnittene Zwiebel in der Bratpfanne dünsten, in ein Tuch wickeln und dieses dann um den Hals legen. Ist ein Kind nicht zu bewegen bei Halsschmerzen, den Mund zu öffnen, dass die Zunge in den Löffel zum Mund gedrückt werden kann, hilft ein Trick, und zwar ein Schlecker am Stiel ersetzt den Löffel vollkommen. Kaum ein Kind wird Widerstand leisten. Gute Besserung und schau dir unbedingt auch das Video an, die Botschaft von Halsschmerzen, auch hier auf YouTube zu sehen. Ich werde dir auch die ganzheitliche über die Halsschmerzen mehr bewusst werden. Und alles Liebe und Gute, bis zum nächsten Video. Dein Martin.